Ja, also wir haben jetzt zuerst GNU Help vorgestellt, was es ist, was es kann. Wir haben gezeigt, dass es leicht zu installieren geht, wenn man sich auskennt. Und wir haben besprochen, welche Anpassungen für die österreichische Situation notwendig ist. Und jetzt ist halt noch die Frage, was gibt es denn eigentlich noch und wohin sollte sich dann noch weiterentwickeln, wenn also jetzt einmal das, was für die österreichische Situation notwendig ist, schon erfüllt werde. Da gibt es im Wesentlichen zwei besonders erwähnenswerte Programme, oder eines ist jetzt, was im Open-Source-Bereich wichtig zu erwähnen ist, ist das Elexis Austria. Da gibt es eine sogenannte Community Edition, wo der Kern unter einer Open-Source-Lizenz steht, wobei das ist leider keine GNU-Lizenz ist, sondern die Eclipse Public License, aber die prinzipiell auch dem Open-Source-Gedanken entspricht. Hat allerdings noch nicht die Arzneimitteldaten dann drinnen oder die Diagnosecodes oder Leistungscodes, sondern das wäre dann nur entsprechend für Kunden mit Wartungsvertrag dann vorgesehen. Wobei aber die Nutzer schon auch, selbst wenn sie es können, natürlich sich Erweiterungen programmieren können oder lassen können. Es gibt auf der Homepage von Elexis Austria einige Referenzinstallationen genannt, Wahlärzte für Allgemeinmedizin, Psychiatrie, Kinderheilkunde, Gynäkologie. Es gibt einen YouTube-Channel dazu, wo man sich also anschauen kann, wie man das verwenden kann, wie man das die Patientenkartei aufrufen kann, wie man die Verrechnung machen kann. Also da gibt es sozusagen einen Support dahinter, der doch recht intensiv ist. Es gibt auch einen Demo-Zugang, den man sich freischalten lassen kann, wenn man sich so hinwendet. Die Firma prinzipiell sitzt in Wales, es gibt aber auch einen Support in Wien, das ist die Firma Plum Networks. Ja, und dann gibt es sozusagen noch ein ähnlich vergleichbares Produkt, so wie das GNU Health. GNU Health hat den Free Software Foundation Award im Jahr 2011 bekommen und das Open EMR, also Electronic Medical Record, hat es ein Jahr später sozusagen vom Richard Stallman bekommen, auch den Award. Also das sind, wenn man so will, die Geschwisterprogramme. Ist auch, unter einer GNU General Public License veröffentlicht. Es gibt einen guten englischen Wikipedia-Artikel darüber. Es gibt auch einen Online-Demo-Zugang, mit dem ich allerdings ein bisschen ein Problem gehabt habe, der nicht so funktioniert hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Da ist eben die Patienten-Summary ist da angeführt. Also das ist schon auch ein sinnvolles Programm, das man sich auch anschauen kann. Trotzdem glaube ich aber, dass GNU Health besser ist. Wo geht es hin? Ja, wo soll es hingehen? Wo kann es hingehen? Interessanterweise ist jetzt der Begriff Artificial Intelligence so weit angekommen, dass auch der Hauptverband im Herbst 2017 Consulting-Leistung zu Artificial Intelligence-Fällen ausgeschrieben hat. Ja, das muss man sozusagen jetzt einmal sehen als interessantes Faktum, ja, sodass das jetzt sozusagen so angekommen ist. Wo kommt das her? Einerseits, dass im Jahr 2011 von IBM der Watson sehr publikumswirksam gegen die besten Jeopardy-Spieler im Jahr 2011 gewonnen hat und das natürlich entsprechend auch vermarktet worden ist und ist auch eine beachtliche Leistung, muss man auch dazu sagen. Also das gelungen ist. Jeopardy ist sozusagen sehr vereinfacht gesagt, so ein bisschen wie ein Quiz, eine Quiz-Sendung, so ähnlich wie Wer wird Millionär? Es ist ein bisschen anders, muss man auch dazu sagen. Ja, man muss die Fragenbeantwortung, also es wird sozusagen ein Faktum gestellt und man muss eigentlich die Frage dann dazu formulieren, aber das sind Kleinigkeiten. Im Wesentlichen, das Watson basiert ganz wesentlich auf allen Wikipedia-Artikeln, hat noch andere Informationsquellen dazu und was eben da wichtig ist, das Ganze wurde dann gespeichert, natürlich noch weiter verarbeitet, mit 16 Terabyte RAM, also wenn jetzt ein guter Rechner 4 Gigabyte hat, ja, dann 16 Terabyte, also das 4000-fache, was sozusagen ein normaler guter PC heutzutage hätte mit 3000 Prozessoren. Das ist also schon ein Hochleistungsrechner, der da verwendet worden ist, um das zu machen. Und IBM wollte dann und will das im Gesundheitsbereich vermarkten, ist dann recht aggressiv auch hineingegangen, auch mit einem Geschäftsmodell, wo dann die Idee gewesen wäre, dass man jede einzelne Abfrage dann mit halt 0,0 irgendwas Cent bezahlen muss und dann auch keinen Zugang dazu hat. Und da sieht man, wo die großen Konzerne sich das vorstellen, wie sie umgehen wollen mit Wissen und mit Medizin. Das denke ich, das muss man sich gut überlegen, ob man das will. Was gibt es noch zu erwähnen? Auch sehr publikumswirksam, Artificial Intelligence. Im Jahr 2016 hat Google mit dem AlphaGo
die besten Go-Spieler geschlagen. Also das war, das ist ein asiatisches Brettspiel, komplizierter als Schach. Schach ist ja schon lange kein Thema mehr, das war 1999 oder so, haben da schon die besten Schachcomputer die Schachspieler geschlagen, die weltbesten Schachspieler. Das beste Schachprogramm, das derzeit noch existiert, und ich würde wahrscheinlich sagen, es ist immer noch das beste Schachprogramm, weil die Google-Leute haben das so aufgesetzt, wie es an sich nicht in einem Schachspiel passiert. Also das beste Schachprogramm ist ein Open-Source-Programm, Stockfish. Das heißt, die sind eigentlich eine Artificial Intelligence, die Open-Source ist. Und AlphaGo hat dann, also hat dann sozusagen das umgeändert auf AlphaZero, also es ist mit neuronalen Netzen und mit Tensor-Prozessoren, also es sind spezielle Prozessoren, die für die neuronalen Netze entwickelt sind, hat dann eine Anwendung gemacht oder das so definiert, dass jeder nur eine Minute Zeit hat und dass die Eröffnungen zum Beispiel nicht berücksichtigt worden sind, und dann hat eben dieses AlphaGo den Stockfish geschlagen oder die besten Schachprogramme geschlagen. Ist aber sehr in der Kritik, also weil das nicht dem entspricht, wie man es eigentlich machen würde. Was aber dann auch noch sehr vermarktet worden ist, dass diese neuronalen Netze, die da verwendet worden sind, die hat man dann innerhalb von 4 Stunden, auch wieder natürlich mit super, super Rechnern, so weit programmieren können, dass sie nicht nur das Schachprogramm die Regeln können, sondern dass sie auch dann gegen die besten Schachprogramme gewinnen können. Also das ist schon bemerkenswert, würde ich sagen, dass man mit neuronalen Netzen das so hinkriegen kann. Wobei natürlich, egal, jedes Schachspiel ist was anderes wie natürliche Sprache und ist was anderes wie Medizin. Weil beim Schachspielen oder bei Go habe ich genau 3 Situationen. Ich kann gewinnen, ich kann verlieren oder ich kann es unentschieden haben. Und nur für diese 3 Möglichkeiten gibt es, während in Medizin doch sehr viel tiefer und vielfältiger und anders ist. Allerdings muss man sagen, das Jeopardy, wenn man das schafft, dann muss man schon, da ist man schon näher dran an dem, was natürlich sprachliches Verständnis bedeutet. Ist aber eine andere Domäne. Ein Quizspiel ist was anderes wie Medizin. Wo gibt es das aber schon? Wo ist Artificial Intelligence ja doch schon weit verbreitet? Was wir auch schon weit akzeptieren und was auch wirklich schon derzeit laufend Leben rettet, das sind die vollautomatischen Defibrillatoren. Das waren ja ursprünglich, ist ja nichts anderes als ein EKG-Gerät und eben den Defibrillator dazu. Und das ist ein Expertensystem zu erkennen, ist das jetzt eben ein Rhythmus oder ein Flimmern, wo ich einen Defibrillator einsetzen kann. Und das ist schon lange im Einsatz und das ist auch etwas, was laufend Leben rettet. In der Radiologie und in der Telemedizin ist es natürlich auch schon da, gerade mit den Algorithmen, die so Bilder erkennen, die so dafür schon recht gut sind, Auffälligkeiten zu erkennen. Allerdings, da sind wir bei dem Thema Haftungsfragen. Also was ist jetzt, wenn das Programm etwas zu erkennen glaubt oder nicht zu erkennen glaubt, das drüber läuft? Letztlich muss trotzdem der Radiologe die Verantwortung haben, ist das jetzt eine Pathologie oder nicht? Expertensysteme für Laberbefunde, für Medikamenteninteraktion, Entschuldigung, gibt es auch schon sehr, sehr lange, auch immer wieder schon seit Jahrzehnten eigentlich im Einsatz. Das HEPAXPERT ist auch so ein schönes Programm, das auch hier im AKH entwickelt wurde von Professor Atlasnik. Gibt es mittlerweile um 37 Euro zum Download. Also auch da sind Expertensysteme für viele Bereiche schon im Einsatz. Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen ins Philosophische schon fast, wo sich es weiterhin entwickeln kann, aber das 21. Jahrhundert wird letztlich uns das blühen, dass die Artificial Intelligence da weitergeht. Saudi-Arabien hat die Staatsbürgerschaft an die Artificial Intelligence Sophia vergeben. Das ist so durch die Medien gegangen. Ich weiß nicht, wer das gehört hat, gelesen hat. Das kann man noch als Marketing-Gag sehen, die wollen sich da etablieren, aber letztlich, ich meine, ist auch die Frage, was man mit einer Staatsbürgerschaft von Saudi-Arabien anfängt, aber wenn das dorthin geht, dass Maschinen dieselben Bürgerrechte bekommen wie eben manche Bürger, also das war übrigens dann auch eine Kritik, ja, dass also die Sophia mehr Rechte hat als die Frauen in Saudi-Arabien, weil die musste nicht sich verschleiern und darf Auto fahren oder was weiß ich was, aber die Fragestellung ist, wollen wir im 21. Jahrhundert, dass sich die Medizin dort hin entwickelt, dass die Roboter sich selbst gehören? Eine medizinische Artificial Intelligence sollte nach meinem Verständnis immer Ärzten gehören.
die damit letztlich auch die Verantwortung haben und die auch die Ethik dazu haben zu entscheiden, ist dieser Algorithmus, der da angewandt wird, der richtige, die also sozusagen das draufschauen können. Dass man jetzt nicht eben sagt, na gut, ich habe jetzt automatisch nur das Medikament von der Firma X und das von der Firma Y und lasse ich, oder ich mache überhaupt ethisch fragwürdige Therapien, wenn das die medizinische, die Artificial Intelligence sozusagen so programmiert ist. Und um das hinterfragen zu können, brauchen wir wieder GNU Open Source Lizenzen. Das heißt ja nicht, dass man nicht mehrfach lizenzieren kann. Ja? Man kann jedes Programm einerseits als, als Open Source Lizenz zur Verfügung stellen, aber man kann es auch zusätzlich als Closed Source lizenzieren. Das steht einem frei. Wichtig ist es nur, dass es GNU Open Source Lizenz haben muss. Also da geht es um Haftungsfragen, da geht es um Ethik und da geht es um Profitmaximierung versus, wenn man so will, eine digitale Dividende für alle. Also das letztlich ja, wenn wir die Artificial Intelligence in der Medizin haben, dann sollte das ja für uns alle zur Verfügung stellen. Wir sollten alle letztlich davon profitieren, dass wir länger leben und gesund und richtig behandelt werden. Ja, zu diesem Thema hat schon Raimund Kurzweil, glaube ich, im Jahr 2006 ein Buch geschrieben, The Singularity is Near, über Artificial Intelligence. Da ist die Idee dahinter, dass wenn wir ein exponentielles Wachstum haben, der Rechenleistung und auch der Leistung letztlich, was wir als Intelligenz akzeptieren. Also wie gesagt, viele Leute akzeptieren mittlerweile schon den Begriff Artificial Intelligence für Programme wie Watson oder für AlphaGo und AlphaZero. Und auch wenn das jetzt noch 10 Jahre, 20 Jahre dauert, das erleben wir noch. Also wir sind, so wie wir da sitzen, sollten wir noch in 20 Jahren dann die Singularität, wo es ein exponentielles Wachstum der Computerleistung und eben der Intelligenzleistung angestiegen ist, ist da. Wenn man mit medizinischen, also mit Schachexperten gesprochen hat, wenn man sich die anschaut, wie so dieses Alpha Zero gegen den Stockfish, gegen diese Computerprogramme gespielt hat und die jetzt nicht mehr diese Eröffnungsbibliothek verwendet haben. Ja, da hat man gesehen, die machen ganz komische Züge, wie das noch nie ein Mensch sich sozusagen erdacht hätte. Und in die Richtung geht es. Es geht auch in die Richtung, dass natürlich die Jobs wegfallen können. 60% der Jobs fallen bald weg, 85% im Büro, sagt eine große Studie von The Future of Employment, How Susceptible Are Jobs to Computerization von Frey und Osborne im Jahr 2013, also doch was recht aktuelles. Wieder diese Beispiele, ganzen Taxifahrer, LKW-Fahrer, also wenn das alles sozusagen jetzt wirklich von den Maschinen übernommen wird. Auch die Tatsache, dass 99% der Menschen weniger besitzen als die reichsten 1%. Das ist wieder ein Bericht von Oxfam aus dem Jahr 2015. 8 super, super Reiche besitzen so viel wie die Hälfte der Menschheit. Also wie die Ärmeren natürlich. Ja? Aber es ist letztlich auch der halbe Mittelstand, wenn man so will. Ja? Also das betrifft viele. Ja? Und 8 Menschen haben die Möglichkeit, mit ihrem Kapital, mit ihrem Reichtum zu entscheiden. Und die haben natürlich auch Aktien, wenn man so will, von Militärfirmen oder auch in vielen Bereichen. Klar, wenn das die Hälfte der Welt, des Weltreichtums ist. Und da ist jetzt auch die Frage, ob das die Demokratie ist, die wir haben wollen. Wollen wir, dass das so weitergeht? Also die Fragen stellen sich dadurch. Ne? Sollen die User das Programm kontrollieren oder soll das Programm uns kontrollieren? Schau Ziegler hat im Jahr 2015 ein Buch geschrieben, Endrät die Welt. Ja? Wir können sagen, verlangen wir GNU AI, GNU Artificial Intelligence. Ja. Vielen Dank.